Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem neuen Umstyling-Video mit der lieben Stella. Und ihr durftet ja diesmal wieder entscheiden, in wen soll sich Stella als nächstes verwandeln. Ich habe euch das Ganze im Community-Post gefragt und ganz, ganz viele haben von euch für Rebecca Wing abgestimmt. Und in die wird sich Stella jetzt auch verwandeln. Im letzten Video war sie ja Bibi. Und da haben viele von euch geschrieben, sie ist ein bisschen zu breit in den Schultern oder die Haare waren ein bisschen falsch. Tut mir leid. Also die Schultern kann man natürlich bei den Playmobil-Figuren schlecht verändern. Also die Figur von Stella bleibt einfach so. Und ja, mit den Haaren, da habe ich mich diesmal auf die Suche nach einer offenen Frisur gemacht und habe auch eine gefunden. Also das hier wird die Grundlage für Becky. Und hier oben kommt natürlich wieder ein bisschen ein dunklerer Ansatz hinein, wie bei Bibi auch, so ähnlich, aber diesmal nicht so ganz groß. Und ich mache es auch so, ja, die Haare sind diesmal offen, nicht geflochten, kein Zopf. Dann bekommt sie diesmal eine Hose. Dafür habe ich hier dieses blaue Washi-Tape. Ich werde diesen blauen Teil dafür benutzen. Eine schöne blaue, ganz lockere, chillige Jeans. Und einen schönen rosanen Pulli. Und ich habe mir überlegt, ich hatte mir das Icon vom Kanal von Becky angesehen. Und da hat sie diese niedlichen Öhrchen. Und die bekommt Stella auch diesmal. Und los geht's erstmal mit den Klamotten. Also Rock weg. Und ich starte mit der Hose. Dafür nehme ich mir hier den blauen Teil des Washi-Tapes. Washi-Tape ist immer super praktisch dafür, geht natürlich auch immer gut wieder ab. Den blauen Teil rausschneiden. Und ich fange an hier zu wickeln. Playmobil-Hosen selber machen, ist eine kleine Wissenschaft für sich. So, ein Teil blau ist schon mal drauf. Dann klebe ich hier den nächsten passend einfach unten um das Bein herum. So, das Hosenbein nimmt so langsam Formen an. Ihr seht, ich puzzle diesen Bereich einfach zusammen, wie es gerade kommt. Die Hose hat auch so ein bisschen Farbverlauf drin. Den Teil lasse ich einmal liegen. Das Pink wird rausgeschnitten, das werde ich noch für ein anderes DIY benutzen. Und hier kommt jetzt der nächste dunkelblaue Bereich. Daraus wird das zweite Hosenbein. Darauf achten, dass beide Hosenbeine gleich lang werden. So, und um diese blaue Linie hier jetzt auch nochmal zu verdecken, klebe ich jetzt das letzte Stückchen Washi-Tape hier vorne noch einmal drüber. Und damit ist die Hose fertig. So ein paar leichte Blauunterschiede sieht man. Alles natürlich nochmal gut festdrücken. Und der erste Teil des Outfits ist damit fertig. Weiter geht's mit dem rosanen Pulli. Dafür habe ich mir hier dieses rosan-goldene Washi-Tape ausgesucht. Und dafür starte ich erstmal mit den Ärmeln. Ganz einfach einmal grob drum wickeln. Der zweite Arm.
Dann schneide ich mir einen schmaleren Streifen für die Schultern, dafür hier einfach einmal halbieren. Dann versuche ich den Schriftzug mal hier so komplett drüber laufen zu lassen, damit man das Love schön lesen kann. Ja, das passt gut. Und der Schulterbereich hier oben wird jetzt auch noch mit ein bisschen Washi-Tape kaschiert. Bei mir steht das jetzt hier so ein bisschen an den Ecken ab, das Washi-Tape. Deswegen nehme ich jetzt noch mal ein bisschen Tesa, also ganz normales durchsichtiges Klebeband, und fixiere damit einige Stellen noch ein bisschen. Andrücken und damit bekommt es noch so ein bisschen einen schönen Glanz und hält einfach noch ein bisschen stabiler. Nachdem das Outfit jetzt fertig ist, geht's weiter mit den Haaren. Dafür Stellas eigentliche Frisur einmal abnehmen. Und hier kommt die neue blonde Frisur. Und sie hält. Schau mal, wieder ein komplett neuer Look. Ihr seht hier hinten eine richtig schöne Langhaarfrisur. Und da gebe ich jetzt ein bisschen braunen Nagellack als braunen Ombre-Ansatz oben drauf. Ich streiche vorher möglichst viel vom Lack hier ab. Und dann ganz leicht hier oben drauf geben. Ihr seht, ganz vorsichtig so ein bisschen auslaufen lassen. Während die Frisur so langsam trocknet, habe ich mir hier schon mal Silk Clay geholt und daraus werde ich die kleinen Katzenöhrchen machen. Ich nehme ein bisschen was von dem helleren hier und mache mir daraus zwei gleiche kleine Katzenöhrchen. So zwei Kügelchen. Und die forme ich jetzt spitz zu. So ist ungefähr die richtige Größe. Und darauf ein bisschen Pink für das Innere. Da reicht wirklich eine ganz kleine Menge. Einfach darauf flach drücken. Das Ohr noch ein bisschen weiter formen. Und dann setze ich Öhrchen Nummer 1 auf. Der Silk Clay hält normalerweise ganz gut an Playmobil-Köpfen, also an den Frisuren. Ihr könnt allerdings auch noch mit einem Tröpfchen Nagellack nachhelfen, dann hält es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also Ohr Nummer 1 ist da. Jetzt kommt Nummer 2 noch dazu. Und auch aufsetzen. Hier seht ihr jetzt, dieses hält, dieses will nicht so ganz. Deswegen nehme ich hier ein bisschen Nagellack und der dient jetzt einfach als Kleber. Und so hält jetzt auch das zweite Öhrchen. Beide noch ein bisschen zurechtformen. Und fertig ist auch Stellas neues Umstyling.
Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich fantastisch. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, wie sich Stella umstylen kann oder als wer sie das nächste Mal auftauchen kann, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin schon super gespannt, das Ganze zu lesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!